Normalerweise ist die weltweit größte Austro-Daimler-Sammlung der Aufhänger der Ferdinand Porsche Erlebniswelt-Fahrtraum Matze. Nicht so im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 2018. Da findet nämlich die zweite Motorradklassik-Sonderschau statt, bei der man sich im Vergleich zum Vorjahr eine Änderung hat einfallen lassen. Ja, es war voriges Jahr ja gemischt. Wir haben ja voriges Jahr gemischte Marken, gemischte Länder gehabt, haben aber heuer mit dem Team um den Karl Holzner gesagt, wir machen rein österreichische Motorradgeschichte. Da ist natürlich die Frau Kutruf auch dann gleich gekommen von KTM, mit denen wir ja sehr gerne zusammenarbeiten, dass man einfach gesagt, die Geschichte und die Zukunft. Apropos KTM. Vielen ist dieses prestigeträchtige Motorrad aus der Rallye Paris-Dakar bekannt. Aber nur wenige wissen um die Bedeutung des im Design puristischen und in seiner Funktion kompromisslosen Gefährtes. Mein Vater war der Gründer von KTM, oder einer der Gründer, nämlich Kronreif für K, T, Trunkenpuls und M, Mattighofen. Das ist ja der Ursprung des Namens seit 1953. Und auch die für KTM typische Farbe Orange ist mit dem Vater in Verbindung zu bringen. Ja, und zwar, es war ja damals üblich, dass jedes Land eine eigene Farbe gehabt hat, damit man bei den Rennen erkennen konnte, woher der Fahrer kommt oder das Fahrzeug. Sprich Rot Italien, Grün England, Blau Frankreich und Weiß Deutschland. Und mein Vater hat gesucht, irgendwas, was es nicht gibt und was auffällt. Und da ist er auf dieses Orange gekommen. Und da ist er zum Beispiel schon hergegangen, hat bei diesen Six Days, was also eine Sensation war, dass KTM da schon mitfährt, 1956, hat er einen Porsche komplett orange streichen oder lackieren lassen als Begleitfahrzeug. Wenn man sich das vorstellt, tut man es. Ein Porsche in orange als Begleitfahrzeug, nur um aufzufallen. Da kann man dann schon sagen, lieber auffallen, statt umfallen oder hinfallen. Oder, Herr Piech? Vielleicht bin ich zu oft auf der Pappen gelegen. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr gern Motorrad gefahren. Aber ich habe natürlich, das war ja nach dem Krieg, ich bin bei jedem Wetter und bei jedem, auch den Schneeverhältnissen, und da ist ein Zweirad schon was Gefährliches. Nicht für den jungen Studenten und Motorsportler Max Reisch, der 1932 mit einer serienmäßigen Einzylinder-Doppelkolben Puch 250 Nordafrika durchfahren hat und somit beweisen konnte, dass ein österreichisches Produkt den widrigen Verhältnissen Afrikas standhält und somit auch für Weltreisen geeignet ist. Also eine ganz normal serienmäßige Maschine. Die Reifen waren serienmäßig, wie man sie beim Werk bekommen hat oder beim Händler ausgeliefert. Einzig und allein die Bepackung, also die Packtaschen sind dazugekommen. Der Tankaufbau war sehr wichtig, weil dort verschiedene Sachen untergebracht waren, die wasserdicht untergebracht werden mussten. Hinten war ein Spaten, ein Seil, das haben sie gebraucht, wenn sie im Sand stecken geblieben sind. Da hat man dann sich eines Kamels bedient oder auch Hilfskräften, die dann gezogen haben. Es war ein Zelt mit, es sind die Zeltstangen drauf zu sehen. Man hat es also sehr einfach gehalten, damit man überall übernachten konnte. Und diese ganzen zusätzlichen Dinge hat Max Reisch selbst organisiert und aufgebaut und sind heute noch an der Maschine zu sehen, wenn man um diese Maschine herumgeht. Diese und viele andere Geschichten mit den dazugehörigen Motorrädern erwarten Sie bei der zweiten Motorrad-Classic-Sonderschau in den Ferdinand Porsche Erlebniswelten Fahrtraum Matze.